Hallo, mein Name ist Reflex GER oder Reflex oder einige kennen mich auch unter den Namen Flexi. Ja, anhand des Videos habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, wir müssen reden. Ich habe am Wochenende, ich nehme das jetzt gerade am Sonntag auf, wir haben am Wochenende im Stream am Freitag schon darüber gesprochen, dass ich plane, erstmal habe ich mit dem Gedanken gespielt, aufhören zu streamen, aufhören mit YouTube. Bumm. So, jetzt werden wahrscheinlich einige aufschreien und wahrscheinlich sagen, hey, warum? Ich gucke deine Videos gerne, ich gucke deine Streams gerne. Ja, ja, ist das super. Ich habe auch dann damit völlig alles erreicht, was ich wollte, dich zum Lachen bringen. Vielleicht, dass du einfach nur so guckst, nicht zum Lachen bringen. Naja, nein, einfach, mir ist so ein bisschen die Lust vergangen. Mache ich euch nichts vor. Ich habe mich vielleicht auch ein bisschen übernommen. Ich habe im Stream auch sehr ausführlich darüber gesprochen. Ich hatte diesen Stream auch, glaube ich, freigeschaltet auf Twitch. Den könnt ihr euch angucken. Da habe ich, wie gesagt, nochmal ausführlich über das Thema gesprochen. Es ging halt einfach darum, dass ich einfach, ja, nicht ausgelaugt, sondern ich sitze dann manchmal hier auch nach dem Stream so und denke mir so, okay, jetzt war es das schon, weißt du? Und ich weiß nicht, woran es liegt. Früher war noch mehr da, aber wie gesagt, das habe ich im Stream auch gesagt. No Fronten, jeder guckt das, worauf er Bock hat. Na, der eine mag mich, der andere mag mich nicht, ist doch völlig in Ordnung. Der eine guckt vielleicht nur, weil er sich einen Tipp abholen will oder so. Hey, mache ich natürlich auch, klar. Na? Wir sind alle 3x7 und jeder guckt das, worauf er Bock hat. Und ich bin kein Böse, habe ich auch im Stream gesagt. Wenn du woanders gucken gehst, guckst ein anderes Video, weil dir vielleicht das Spiel gerade nicht gefällt oder weil ich dir gerade nicht gefallen. Hey, wir sind alles Menschen, wir haben alles selber Pläne und Sachen, die wir machen. Im Leben geht's weiter, ne? Man hat ja noch ein Real Life, das kommt ja auch dazu. Vielleicht sind Situationen passiert bei einigen. Aber wie gesagt, darum soll es nicht gehen. Es geht einfach nur darum, dass ich einfach so, na, dieses, ja, so dieses Gefühl in mir ist so ein bisschen abgeschwächt. Und das möchte ich gerne ein bisschen wieder aufleben lassen, ein bisschen auffrischen. Und wie gesagt, ich habe im Stream ausführlich darüber gesprochen. Möchte tatsächlich mich ein bisschen neu strukturieren, ein bisschen neu aufbauen, auch was den Stream angeht. Und heißt unter anderem auch, dass ich vielleicht auch mal unter der Woche streame. Nicht vielleicht, sondern ich werde unter der Woche streamen. Ich werde vielleicht auch einen Streamplan machen. Und wo ich dann immer so zum Ende der Woche, vielleicht sonntags, dann immer euch dann auf Twitter, also auf den Social-Media-Kanälen sage, wann, wie, wo, was ein Stream stattfindet. Das ist, glaube ich, ganz gut. So kann man sich dann auch ein bisschen einrichten. Na, also feste Streamzeiten oder so. Und genau. Was das aber jetzt auch heißt für euch hier auf YouTube, ja, es ist ja nicht nur, dass ich die Spiele aufnehme, beziehungsweise spiele, das aufnehme. Mittlerweile habe ich ja im Stream immer aufgenommen und lade das dann auch hier auf YouTube hoch, für die es vielleicht verpasst haben. Oder nehme halt privat auf, wie zum Beispiel Lens Island oder die anderen Sachen, die ich alle gespielt habe, die ganzen Survival Games und so. Aber ich hatte mittlerweile auch, das hatte ich auch gesagt, weil mir einfach die Zeit dafür so ein bisschen verloren gegangen ist, eher Highlights gemacht, weil auch nicht nur die Zeit, sondern auch, weil die Leute halt eher ein kompakteres Video gucken, als wie ganze Videoreihen. Der Einzige, der das noch groß im großen Stil macht, ist Gronkh. Und der hat ja auch eine riesen Fanbase und der kann das auch und der macht das auch richtig toll. Und das ist auch so ein bisschen mein Vorbild, muss ich tatsächlich sagen. Mit dem bin ich quasi auch so ein bisschen groß geworden. Grüße gehen raus, ganz liebe Grüße. Ist ein ganz netter Mensch. Und ja, ich möchte einfach tatsächlich doch mehr Zeit erstmal in den Stream investieren und YouTube erstmal auf Eis legen. Ja, das klingt jetzt hart, ich weiß. Das heißt, ich werde jetzt noch gucken, dass ich die letzten Videos, die ich jetzt noch geschnitten habe, da wird es wahrscheinlich noch ein Resident Evil kommen, so ein Highlight.
Aber mehr wird da auch nicht mehr kommen. Den Rest werde ich wahrscheinlich im Stream spielen. Also rechnet nicht damit, dass da das volle, komplette Highlight, also vom vollen Spielen das Highlight kommt, sondern einfach nur, also nur noch so ein Anfangs-Highlight. Und Porcupine werde ich noch die letzten Folgen hochladen, die ich noch im Petto habe. Lens Island habe ich, glaube ich, alle hochgeladen. Und vielleicht noch irgendwie ein, zwei andere, die ich noch, glaube ich, habe in Reserve. Und dann soll es das auch gewesen sein, erstmal auf YouTube. Weil dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit zu investieren für den Stream. Vielleicht war ein Tipp übrigens auch von meinem Kollegen Potti. Vielleicht lade ich die Streams sogar auf YouTube hoch. So als Dings. Weiß ich noch nicht, mal gucken. Wäre vielleicht ganz cool. Weiß ich noch nicht, ob ich das mache, weil da sind ja immer auch ein paar längere Videos dabei. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, so 3 bis 6 Stunden oder auch mal 7 Stunden. Weiß ich, wie lange das Hochladen dauert, musste man mal gucken. Aber ja, die Info für euch, es wird auf YouTube erstmal nicht weitergehen. Ja, ist traurig, ich weiß. Fällt mir auch persönlich auch ein bisschen schwer. Es ist einfach... Ich möchte einfach mit einem ganz anderen Arrangement da dran gehen, einfach für mich sagen, will einfach wieder Spaß daran haben, weißt du? Man hat auch noch, dann kommt noch dazu, das Spieleüberangebot, was wir haben und so. Und, ich werde sowieso nicht schaffen, alles zu spielen. Das habe ich mir schon abgeschminkt. Das ist einfach so. Es werden einige Spiele ins Land gehen, untergehen, die ich wahrscheinlich vergessen habe, obwohl ich die eigentlich spielen möchte. Aber auch das Durchspielen finde ich mittlerweile sehr schwer. Weil als Otto Normalo, ich bin ja normaler Arbeitnehmer, ich arbeite ja nebenbei noch. Ne? Und das ist ja alles noch ein Hobby oder nur ein Hobby in Anführungsstrichen. Es ist, wie gesagt, ne? Ich habe das angefangen, weil mir das Spaß macht. Ich habe früher Internetradio betrieben. Ich habe Musik aufgelegt, habe Musik gemacht, ab und zu habe ich das im Stream sogar noch gemacht. Und ich habe da Spaß daran gefunden, Leute zu unterhalten, Leute zum Lachen zu bringen. Und genau deswegen habe ich das angefangen. Und hatte dann euch auch gefragt, ob ich YouTube machen soll, also auf Twitch. Und es ist halt auch ein großer Aufwand. Man muss es dazu sagen, es ist ja nicht nur, dass du das Video aufnimmst, also du spielst, aufnimmst, dass du es schneidest, renderst, hochlädst. Du musst ja noch eine Beschreibung erstellen. Du musst Thumbnails erstellen. Und all das kostet so viel Zeit, die ich aktuell nicht habe. Da ich, wie gesagt, ja auch noch das Privatleben habe. Arbeiten etc. pp. Einige ziehen das wahrscheinlich eiskalt durch, schaffen das auch, werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber ich bin nicht andere. Aber ich möchte mir auch dafür Zeit nehmen. Ich möchte nicht jetzt einfach so hinklatschen, weißt du? Jetzt hinsetzen, oh, ich muss jetzt aufnehmen, ich muss jetzt ein Thumbnail schneiden, malen, zeichnen, tralala. Weil, wie gesagt, ich gebe mir auch mal relativ viel Mühe. Also ich versuche es immer, mir Mühe zu geben, auch mit den Thumbnails mittlerweile. Gelingt mir nicht immer. Dafür bin ich halt nicht perfekt genug. Aber wäre schon perfekt heutzutage. Aber ja, das soll für euch hier so ein kleines Infovideo sein, dass ihr da Bescheid wisst, was quasi Phase ist hier auf YouTube, warum dann auch keine Videos mehr kommen. Wie gesagt, wenn ihr deabonniert, ich bin euch nicht böse drum, wie gesagt. Ne? Aber lasst ein Abo da, dann kriegt ihr mit, falls nochmal ein Video kommt. Nein, spielt ja auch keine Rolle. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann es hier vielleicht irgendwann weitergeht, wenn es überhaupt irgendwann mal weitergeht hier. Aber wie gesagt, ich habe ja auch sogar schon mit dem Gedanken gespielt gehabt, mit dem Stream aufzuhören, weil einfach ich den Spaß nicht mehr hatte, die Lust nicht mehr, das Engagement, dich hinzusetzen und hey, Spaß. Du musst vor der Kamera immer, hey, happy, yay. Yeah. Bin ich nicht. Ich habe im Stream auch gesagt, ich weiß nicht, ob es auf YouTube auch vielleicht ein paar mitbekommen haben, ich habe ja auch eine Krankheit. Ich bin in Behandlung, in psychologischer Behandlung, bin auf Medikamente, weil es mir vor ein paar Jahren nicht gut ging und war auch in einer Klinik. Und ist ein langes Thema. Ich kann jedem nur raten, dem, der
der dem selber nicht gut geht, rate ich nur, sich Hilfe zu holen. Auch wenn es blöd klingt, die sind alle überrannt, die Ärzte, ich weiß, aber gib dich nicht auf, versuch das Beste draus zu machen und such dir Hilfe, Professionelle. Oder versuch Freunde und bekannte Familien, dich zu unterstützen, dir Hilfe zu suchen. Es ist Hilfe da. Und auch Leute, die dich verstehen. Na? Für mich war es auch schwer, gebe ich offen zu. Auch die Zeit in der Klinik war ja nicht Hölle, aber hat mir so ein bisschen Aufwind gegeben und mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Mit anderen Leuten geredet, die auch Probleme haben. Das war sehr gut. Und aber das soll gar nicht das Thema hier sein. Das, na, ich will jetzt gar nicht hier irgendwie Mitleid oder sonst irgendwas, sondern das soll auch gar nicht das Thema sein. Es soll einfach nur sein, dass ihr Bescheid wisst, dass es erstmal hier auf YouTube nicht weitergeht. Falls ihr Bock habt, mich trotzdem weiter zu sehen, schaut auf Twitch vorbei und auf meinen Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook. Ja, Instagram bin ich eher nicht so, behandle ich gerade so ein bisschen stiefmütterlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles handhaben soll. Da geht es ja auch noch weiter. Das hast du ja auch noch an der Backe, ne? Und aber auf Twitter und auf Facebook bin ich ein bisschen aktiver. Da poste ich dann auch mal Sachen und da werde ich dann wahrscheinlich auch schreiben wegen Streamplan und so. Und ja, das solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, ich denke, ich habe in den, ja, ich glaube 12 Minuten sind es jetzt gleich, glaube ich, in den Minuten, glaube ich, jetzt alles erstmal verpackt, was ich sagen wollte, oder? Ja, ich denke. Wie gesagt, ich denke, ich werde das Video jetzt gleich direkt hochladen. Die Videos von Resident Evil und so alles, muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt unter der Woche die noch eben schnell fix irgendwann im Laufe der Zeit fertig mache. Ganz in Ruhe und dann halt hochlade und dann, wie gesagt, wenn dann nichts mehr kommt, wisst ihr Bescheid, was Phase ist und ja. Deswegen würde ich sagen, egal wann ihr das Video guckt, ob morgens, wünsche ich dir einen schönen Tag. Guckst du es mittags, wünsche ich dir auch einen schönen Tag. Guckst du es abends oder Nacht oder in der Nacht, dann wünsche ich dir einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Komm gut zu liegen und ansonsten an alle anderen wünsche ich eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wie auch immer. Bleibt gesund, bleibt fit, denkt an euch. Tut euch mal was Gutes und ja, vielleicht sehen wir uns dann irgendwie auf dem ja, Twitch-Kanal oder vielleicht irgendwann mal wieder hier auf YouTube. Und möchte mich dann erstmal recht herzlich bedanken, auch an die ganzen Kommentarschreiber immer. Und wenn ich geholfen habe, dann, wie gesagt, habe ich alles erreicht, was ich wollte, alles geschafft und bin dann auch sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe für euch. Und habe mich immer sehr gefreut, wenn Leute geschrieben haben. Und ja. Gut. Habt ein schönes Leben. Wir sehen uns. Und dann bin ich jetzt raus. Euer Onkel Klaus. Also, euer Flexi sagt Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.